Oh toll, dass Sie so schön laut geklatscht haben. Ich habe so Blähungen, da brauchst du Humor. Mein Lieblingswitz ist ja der, wo die Oma zum Arzt kommt und sagt, Herr Doktor, ich habe so Blähungen. Gott sei Dank sind sie geräusch- und geruchlos. Ich habe bestimmt schon 8-mal gepupst, seit ich hier drin bin. Das haben Sie gar nicht mitgekriegt. Aha, sagt der Arzt. Schreibt er ihr was auf, Woche später kommt sie wieder, sagt der Doktor, was haben Sie mir denn da verschrieben? Ich hab noch genauso Blähungen wie vorher. Sind auch immer noch geräuschlos, aber jetzt stinken sie wie Sau. So, sagt der Arzt, die Nase haben wir im Griff, jetzt kommen die Ohren dran. Ja, man lacht, aber es ist ja ein ernstes Thema. Ne? Wir haben ja bei uns im Heim auch so eine kleine Bibliothek, da habe ich mal bei den Benimmbüchern geguckt, ne? Was die so sagen zu dem Thema, wann es gesellschaftlich statthaft ist oder erwünscht. Ja, nicht so. Also eher gar nicht. Ne? Thema wird überhaupt nicht behandelt. Schade, hatte mich schon auf die Kapitelüberschriften gefreut. Grauzone Leibwind, Blähen im engsten Kreis, Düsen im Sauseschritt. Ja, schade. Aufstoßen wird auch totgeschwiegen. Dabei kann das doch ganz entzückend sein. So bei einem Candlelight-Dinner, wenn das Gespräch mal stockt, ne? Dann kann einer so, und dann kann der andere sagen, Stückchen Brot dazu. Oder Respekt, hätte nicht gedacht, dass die Vorderzähne halten. Ja, da ist doch Stimmung am Tisch. Aber verbieten, das können sie, die Brüder. Das stand, es ist nicht mehr fein heutzutage, wenn einer niest, dass man dann Gesundheit sagt. Gut, habe ich sowieso nie gesagt. Ich sage immer Schönheit. Gesund bisher. Ne? Oder wenn man in einen Aufzug kommt, muss man heutzutage guten Tag sagen, wenn man rausgeht, auf Wiedersehen. Ja, was soll das, wenn er leer ist? Hier so. Ehrlich mal. Aber den Aufzug habe ich auf die alten Tage als Flirtparadies entdeckt. Ich habe eine todsichere Aufzugsanmachmasche entwickelt. Wichtig ist, wenn die Tür aufgeht, müssen Sie erstmal gucken, ist überhaupt eine Frau drin. Wenn nicht, sagen Sie guten Tag und auf Wiedersehen. So, jetzt nehmen wir an, ist eine drin, jetzt hören Sie gut zu. Jetzt tue ich so, als ob ich an dem Knopf ein Gewicht kriege. Und dann sage ich zu der Frau, war das bei Ihnen auch? Dann sagt die natürlich nein. Dann sage ich, sind Sie so lieb, drücken Sie die 7 für mich bitte. Möchte eine Bekannte im 7. Stock besuchen. Wenn ich ehrlich bin, rechne ich mir auch Chancen auf ein Nümmerchen aus. Ja, dann sagt die Frau natürlich, aha. Ja, wenn das so ist, hätten Sie dann nicht Lust vorher im 5. Stock? Auf einen Sprung bei mir hereinzuschauen? Hm? Ist das gut? Ist das gut? Gut, bis jetzt hat es noch keiner gesagt, aber nein, das ist eine Frage der Zeit, die Nummer steht wie eine Festung. Ne? Und wenn mal nichts kommt, dann steigt man halt am nächsten Stock aus und sagt, haben Sie auch dieses komische Geräusch gehört? Mir kann es ja egal sein. Angenehme Weiterfahrt. Ne?
Ja, letztens bin ich Aufzug gefahren, da war noch so ein Junge mit drin, so 11, 12 war er wohl, hämmerte da auf sein Handy oder was er da hatte ein und wir fahren so auf einmal. Oh. Da hat der Knabe einen Koffer ausgeklinkt, dass ich gedacht habe, es brennt mir die Netzhäute weg. Und der hat sich nicht das Mindeste anmerken lassen. Ich meine, ich wäre doch errötet und zur Salzsäule erstarrt. Bei dem Flegel vibrierten mal gerade die Nüstern, als ob er das eigene Aroma noch genießt. So, und was ist? Der Fahrstuhl hält, Tür geht auf, eine Frau kommt rein, nimmt Witterung auf. Und wen guckt sie vorwurfsvoll an? Mich! Und statt dass ich sage, darf ich vorstellen, Mr. Methan, bin ich errötet und zur Salzsäule erstarrt. Oh, war das furchtbar. Aber beim nächsten Mal, da läuft es anders. Da drücke ich Nothalt, dann hole ich ein Feuerzeug raus und sage, wie Sie bemerken, bin ich schwer krank. Habe also nichts mehr zu verlieren. Geld und Schmuck her, oder ich zünde das Gasgemisch an. Da wollen wir aber mal gucken.